Hallo, heute darf ich euch das nächste Bierchen im Adventskalender von uns, Orca Brau, vorstellen. Und zwar das Busebällerchen. Kann man es gut erkennen? Ich weiß nicht, das Licht ist hier ein bisschen... Ah, naja, ihr habt es ja auch für euch. Genau, das Orca Brau Busebäller Bierchen mit Uke und Heiko wurde das gebraut. Es war wirklich, ist eins meiner Highlights des Jahres gewesen. Wie auch das erste Bierchen schon. Ich freue mich, Heiko und Uke da noch zu treffen. Und das ist jedes Mal einfach schön, weil es einfach, obwohl wir jetzt quasi nur zwei Biere gebraut haben, sind die beiden zu Freunden geworden. Genau. Das ist damals entstanden, die erste Version, weil die von uns ein Bier im Tasting hatten, der Uke. Und dann meinte der Uke, er hätte die Idee, dass er auch ein Bierchen brauen will mit seinem Freund, dem Heiko. Und wir haben uns in einem Online-Meeting, war alles während Corona, in einem Online-Meeting getroffen, haben das besprochen. Der Uke meinte, er würde gerne irgendwie Ostfriesland mit reinbringen, seine Heimat. Dann haben wir dazu den Ostfriesentee genommen und Kluntje. Kluntje, für alle, die nicht so bewandert in dem Thema sind, ist Kanniszucker, weißer Kanniszucker. Und der Heiko hat gemeint, er fände halt irgendwie einen Bierstil, mit dem wir es kombinieren könnten, fände er spannend, wenn es zum Beispiel so ein Alt wäre. Weil der Alt liebt der Heiko. Und dann habe ich gesagt, naja gut, also die zwei Anforderungen, da kann ich schon ein Bierchen draus machen. Ne? Lustig ist halt, ich habe vorher, glaube ich, ein Altbier in meinem Leben getrunken. Und das war ein Schumacher halt. Aber wir schenken uns jetzt Bierchen erstmal ein und schauen mal, was das Ding so kann. Also ich weiß ja schon, was es kann. Es kann schon ziemlich viel. Genau. So. Ach ja. Ja, ist halt auch toll. Also wir haben da den schwarzen Tee in dem Bier zum Bittern und zum Aromatisieren genutzt. Dadurch hast du halt so eine Teebittere, die aber super gut eingebunden ist. Wie gesagt, Schumacher Alt kannte ich zuvor. Wir haben mir gedacht, ich will es ein bisschen malziger. Ein bisschen kerniger. Und das Lustige ist, dass ich jetzt in dem Adventskalender, den ich daheim habe, hatte ich ein Füchschenalt. Und ich habe das Füchschenalt probiert und habe mir gedacht, ja verdammt ey, das schmeckt ja wie unser Busebäller, nur ohne Tee. Also habe ich da so einen Glücksgriff gehabt und ja, ist ein Alt. Ne? Genau, war auch toll. Wir haben dann ein Tap Takeover beim Craft Beer Corner gehabt, wo wir quasi den Release des Bieres gefeiert haben. Während der Gamescom-Woche waren ein Haufen Leute da. Vielleicht wart ihr auch da. War schön, viele Leute kennenzulernen, mit vielen Leuten zu reden. Genau, und es ist auch einfach malzig, kernig. Der Tee gibt die Aromatik, gibt so eine Tiefe auch. Der Kandis ist so leicht erkennbar. Nicht so, dass es süß ist, sondern du hast einfach so eine gewisse Karamellaromatik, würde ich fast nennen. Genau, und es macht einfach immer Spaß. Ich trinke das Bier total gern. Ja. Auch wenn ich es mal wieder vergesse, freue ich mich jedes Mal, wenn ich da in den Kühlschrank, der genau hinter euch eigentlich ist, es dann wieder entdecke und mir wieder eins einschenken kann. Jo, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit dem Bier. Habt eine gute Zeit. Jetzt ist es nicht mehr weit bis Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet tolle Bierchen im Kalender und werdet noch tolle Biere im Kalender haben. Und wünsche euch somit noch eine gute Zeit mit unserem Bierchen. Macht's gut, ciao!